Hallo, willkommen am Grill. Heute will ich euch mal zeigen, wie man den Grillrost mit einem guten Trick wieder sauber bekommt. Kennen wir alle, das Ding passt nicht ins Waschbecken und es ist irgendwie immer schwierig, das sauber zu machen. Und da gibt es einen einfachen Trick. Man nimmt Alufolie, verteilt die da drauf, macht da quasi eine geschlossene Fläche. Doch mal einen Handschuh anziehen. Heiß! Und jetzt Deckel zu. Und ungefähr 3 Minuten warten und dann packen wir, ja, das zeige ich euch gleich. Also ihr könnt sehen, da drin passiert gerade echt was, das qualmt und das verbrennt jetzt diesen ganzen alten Schmodder und ja, das ist jetzt 2 Minuten rum, eine warten wir noch. Jetzt sind 3 Minuten rum, man kann es auch länger, aber das reicht. Und jetzt mache ich auf. Jetzt hole ich diese Alufolie und benutze die direkt auch als Bürste. Zumindest zum Teil. Und der Rest den kann man dann mit so einer Messingdrahtbürste etwas wegmachen. Und so kriegt man den Hauptschmodder vom Grill wieder runter.